Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Witcher 3 Blood and Wine. Und ich muss jetzt mal ganz kurz mir die Gegend nochmal angucken, weil die einfach super geil aussieht. Ja, und mal davon abgesehen, hatte ich jetzt eine kurze Spielpause quasi. Oh, die Musik ist schon toll. Liebe Herzogin Anna Henrietta. Anna Henrietta. Oh nein, da ist ein Bote. Dem wollte ich doch nicht über den Weg laufen. Mein Herr, ein Brief für dich. Ein Brief? Von wem? Das weiß ich nicht. Ich soll ihn nur abgeben. Der Junge weiß auch sofort, dass er das an Geralt geben muss und dass das Geralt ist. Da steht Porto bezahlt, also verschwinde. Wir geben ihm Geld. Hier, danke dir. Nein, Herr, ich danke dir. Hoffentlich kann ich bald wieder zu Diensten sein. Die sehen so toll aus, die Leute, ey. Mein lieber Freund. Wie ich erfahren habe, bist du auf dem Weg nach Toussaint. Ich hoffe, du mutest dir auf dem Weinfest nicht zu viel zu. Denn solche Strapazen können in deinem Alter äußerst nachteilig sein. Ich habe Informationen gefunden, die dich vielleicht interessieren. Beim Durchstöbern der Buchsammlung eines Kollegen bin ich auf die Erwähnung von Professor Moreau aus Beauclair gestoßen, der Hexermutationen erforschte. Das, was ich erfahren habe, ist ziemlich vage und der Ort, an dem sich sein Labor befand, ist nach wie vor ein Geheimnis. Aber sein Tagebuch sollte Hinweise zu beidem enthalten. Angeblich wurde es an seiner Seite begraben. Ich füge die Karte bei, die ich im Buch gefunden habe. Obwohl sie nicht vollständig leserlich ist, wird sie dir sicherlich nützlich sein. Solltest du in Beauclair genug von Damen, Wein und anderen exquisiten Köstlichkeiten haben, könnte diese Sache ein erfolgversprechender Zeitvertreib sein. Verfahre in der Sache, wie es dir beliebt. Deine Freundin Yennefer. Ich mag die Alte nicht, ey. Ein Professor, der Hexermutationen erforscht hat. Könnte sich lohnen, der Sache nachzugehen. Na super. Trifft dich auf dem Mer La Chaise Longue Friedhof mit Regis. Schon wieder dieser Lärm. Ich hab kein Auge zugetan. Armer Städter. Was für ein Lärm, ey. Ich höre hier fast gar nichts außer ein bisschen Rüstungsrascheln. Meine Fresse. So einen Friseur haben wir hier aber trotzdem nicht, oder? Hier mal ein Friseur. Das ist jetzt ja echt ein langer Weg, aber wir müssen da jetzt hinreiten. So. Erstmal einen Wegpunkt machen. Und dann können wir uns mit dem Regis hier hinten treffen. So, und wo ist jetzt die andere Quest-Dingens? Wir müssen jetzt ja irgendeinen Friedhof ausräumen. Oder vielleicht ist das sogar, ich weiß es nicht. Quests, guck mal doch mal. La Cache au Fou. Oder so. Ja, wir sind Stufe 37. Der zarte Hauch des Bösen. Achso, Hearts of Stone haben wir ja schon. Ja, okay. Aber erstmal unser super Pferd, was dann einfach da ist. So, mein dickes Pferd. Wir müssen mal die Leute anrempeln, die ja betrunken sind. Und wir reiten natürlich, wie immer, Treppen hoch. Ist völlig normal. Oh, sieht das cool hier aus. Was für ein Typ. Ich mach mir glatt in die Hose. Die sind alle sehr betrunken hier. Aber die sind alle auf gleicher Weise betrunken. Sag mal, Wegpunkt-Dings da oben. Kannst du dich mal entscheiden, wo ich lang reiten soll? So, da ist ein Rüstungsspaten. Und hier gibt's echt keinen. Hallo. Gibt's echt keinen Friseur? Ach, jetzt habe ich den falschen. Ach, jetzt folgt er doch dem. Das ist ja doof. Gut, wir müssen jetzt erstmal hier oben lang. Das heißt, wir reiten jetzt mal links. Lang lebe die gnädige Melodie.
schöne Melodie hier. Hier hat niemand Musik gespielt oder sowas, aber... Weitergehen. Die Ausstellung des Denkmals des Reginald Dobry bleibt bis auf weiteres geschlossen. Du kannst hier nicht schnell reiten. Oh mein Gott. Oh nein. Was denke ich mir dabei nur, dass ich hier reiten möchte mitten in der Stadt? Keine Sorge. Hier ist die Luft so gut, dass man nie einen Kater kriegt. Keine Sorge. Hier ist die Luft so gut, dass man nie einen Kater kriegt. Mhm. Ich glaube auch. So, das sieht so aus, als ob es hier nicht weitergeht. Schubidubidu. Ich muss hier mal auf die Karte schimmeln. So. Wir müssen ja irgendwie geradeaus weiter. Dann links. So. Meine Damen und Herren, ich komme mit meinem Pferd hier mal raus. Passbinder-Tor. Oh. Wir können uns den Weg ein bisschen verkürzen. Ja, ich steige ja schon ab, mein Freund. Jetzt bleib mal ganz entspannt. Aus dem Weg. So, ich will jetzt eh schnell reisen. Aber dafür müsste Geralt jetzt mal vor dem Teil stehen bleiben. Fassbinder-Tor. Ich möchte nämlich zum Turniergelände und dann zum lieben Barbier. Diese schönen Ladezeiten immer. Und dann werden wir erstmal diesen hässlichen Bart wegmachen und dann eine schickere Frisur. So. Kamm und Pomade. Billig und wirksam. Aha. Der Typ sieht nicht so aus, als ob er mit der Schere umgehen kann. Ich brauche ein bisschen Pflege. Offensichtlich. sexy. Mein Bart ist zerzaust. Mein Bart ist zu zottelig. Ach so, mein Haar ist zerzaust. Brauche eine Sache. Lassen wir es flauschig. Ich will einen hübschen Spitzbart. Koteletten, ey, auf keinen Fall. Ein Schnauzer und einen kleinen Zopf am Kinn. Nee. Wir machen das einfach ganz weg. Ich finde, der Rest passt einfach nicht. Ich meine, der muss sich obenrum komplett ausziehen, ja? Vor einem Mann. Ich will's ja nur mal sagen. So, lose hinter dem Kopf zusammengebunden, rasierter Kopf und Schwerdeschwanz, ey. Oh. Lang und offen, offen nicht zu lang, Seiten rasiert, oben kurz und ein Pferdeschwanz. Den elfischen Rebellenschnitt. Aha. Lose hinter dem Kopf zusammengebunden. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Rasierter Kopf, dann wird das so ein Mönch mit Pferdeschwanz oder was? Ich guck mir jetzt mal ein paar Sachen an. Jetzt haben wir genau dasselbe gewählt, ich sag's euch. Ja, haben wir auch. Geil. Okay, rasierter Kopf und Pferdeschwanz. So, wir schmeißen jetzt das Geld hier dem Barbier entgegen. Der holt da ein bisschen Extensions raus. Das hat man damals so gemacht in dem Alter. Guck mir den Rest auch mal an. Lang und offen. Oh, nee, es ist noch schlimmer, ey. Das verstehe ich nicht unter lang. Also lang geht bis zum Arsch und so. Offen nicht zu lang. Der Typ, ey, was der da alles fabriziert an uns. Oh nee, das sieht auch komisch aus. Seiten rasiert, oben kurz und ein Pferdeschwanz. Gucken wir mal das an. Ach du Scheiße. Wenn er versucht, neumodisch zu sein. Jetzt gucken wir uns den elfischen Rebellenschnitt nochmal an. Das muss einfach sein. Ach du Scheiße. Okay, wir nehmen einfach rasierter Kopf und Pferdeschwanz. Ich glaube, das sah bis jetzt am besten aus. Gucken wir mal. Ja. So. Also ich habe keine Zeit mehr. Ich habe keine Zeit mehr, ehrlich. So, jetzt sehen wir schon mal etwas gepflegt aus. Kannst du mal aufhören, mich umzurennen, mein Freund? Ein Bade. Na, du hübsche Städterin. Hier sieht es gleich viel schöner aus als in dieser hässlichen Stadt da. So, wir reisen aber mal schnell. Was haben wir hier oben eigentlich? Corvo Bianco.
zum Basilisk. Ich muss zum Fassbinder-Tor. Und von dort aus folgen wir dann mal der Hauptquest, würde ich sagen. Aber erstmal noch einen Schluck trinken. Und ich würde auch speichern, nicht, dass wir das alles umsonst gegangen sind. So, speichern. Ich wollte gerade sagen, Leute, ich kann das Spiel speichern. Wenn ich es speichern will, dann kann ich das. So, plötzlich steht hier noch, der hat die ganze Zeit hier gewartet. Auch nicht gruselig oder so, dass das Pferd auf sie zukommt und wir von hinten auf das Pferd draufspringen. Nimm dich bloß, Freundchen. Bist schließlich in Bogen. Langsam. Ich bin die bestbenehmende Person im ganzen Reich hier, ja. Ach, ein Hund ist das. Ich dachte, da liegt ein riesen Scheißhaufen. Ja. Das sieht schon echt schön hier aus, muss man sagen. Ich würde einfach gerne mal da so richtig durchlatschen, aber so in echt. Also so dauerhafter Wohnen ist bestimmt jetzt nicht ganz so schön, ne? Aber warum nicht? Hier haben wir schon den nächsten Schnellreisepunkt. Oh, ich kann immer noch nicht schnell. Weiter so, Plätze. Jetzt kann ich losrasen. Ich mähe alles um, was mir im Weg ist, meine Freunde. Ihr werdet schon sehen. Ach, hier macht es viel mehr Spaß zu spielen irgendwie, weil hier alles so schön ist. Aber der Hauptteil von Witcher ist natürlich auch nicht schlecht. Ich habe gerade verstanden, meine Mutter ist trocken wie Staubfisch. Ich glaube, das hat er nicht gesagt. So, mein Plötz. Also sag mal, du Wegpunkt, kannst du dich jetzt mal entscheiden, bitte? Da oben dieses Teil, das verarscht mich. Ich sag euch das. Warum lasst ihr mich nicht alle in Ruhe? Warum lasst ihr mich nicht alle? Und das frage ich mich auch manchmal. So. Jetzt steigen wir wieder richtig geil ab vom Pferd. Ach du Scheiße! Ja, box das Teil, anstatt mal dein Schwert rauszuholen. Heile Fresse, ey. So, ey, ernst? Ach du Scheiße. Sag mal, ich möchte nur mich auf einem Friedhof treffen. Ich dachte, man kann hier einfach entspannt... Würdest du mal nicht den Grabstein angreifen, mein Freund? Ich dachte, man kann hier einfach entspannt lang gehen, aber nein. So, kann ich die Leute jetzt hier mal aufnehmen? Monsterspeichel. Antoine de Saint-Exupéry, bekannt als großer Prinz. Ich habe auch schon von dem gehört, also nicht, aber ich habe auch schon von dem gehört. Das war... Scheiße. Ups. Das war ein echt toller Typ. Ich wollte hier noch nicht reinspringen. Es ist ein Unfall gewesen. Oh nein. Toll. Kiki Moras. Für die war ja ordentlich Futter. Müssen wir mal neue Schwalben machen zum Heilen. Wenn ich das überhaupt kann. Na, immerhin. Monsterpanzer. Kann ich die guten Leute hier aufnehmen? So. Guck mal doch mal ins Inventory. Alchemie. Alkohol. Nee, also Alkohol, Öle. Nee, irgendwie auch nicht. Ne, Handwerk. Was hatten wir da gerade? Emil, Regis, Ruhelek, Terziev, Godfrey. Man kann einen einfachen Namen haben, muss man aber nicht. Detlaf van der Eretein. Damien de la Tour. Milton ist ja gestorben, ne?
Ja, das hat die Welt jetzt auch nicht gebraucht, den Typen, aber gut. Insektoide. Kikimora-Arbeiter. Mhm. Der alte Trottel kam grün und blau zurück. Also ich habe mich ja gerade gewundert, ob da wirklich Trottel steht, aber das tut es wirklich. Gule. Relikte. Glumar. Des Kaiser von Nilfgaard. Aha. Der sieht besonders toll aus. Ach, hier haben wir die Bruxe. Hier haben wir Detlaff. Was? Archespuren. Okay. Nee, ich wollte eigentlich, kann man doch hier einen Trank herstellen? Nee, oder? Oder kann man hier Tränke herstellen? Hä, man wird doch wohl irgendwo Tränke herstellen können. Questbücher. Chars. Tutorial. Alchemie. Ja. Wo kann ich das jetzt anwenden? Tränkenbomben. Oder kann man das irgendwie im Inventar machen? Bin schon ein bisschen planlos hier. Da, Schwalben. Sortieren. Nicht ablegen. Tränke. Also doch Alchemie. Ey, ich verstehe das hier gerade nicht. Egal. Okay, dann mache ich mir das halt nicht. Ich kann ja hier auch einfach meditieren, oder? Was war das? Jetzt habe ich einen Waldkauz getrunken. Oh nein. Ess erstmal was. So, jetzt muss ich noch mal gucken. Warte mal hier. Meditation. Eine Stunde wird ja wohl reichen. Mit Hilfe von starken... Ach so, ist mein Dings jetzt auch wieder aufgefüllt? Ja, Mann. Ich muss nur ein bisschen meditieren, kriege Alkoholhest und dann füllt sich alles auf. Das ist schön. Ich speichere das jetzt noch mal ab. Nicht wundern. So. Als allererstes erstmal ein Schwert ziehen, was rot leuchtet. Dann sind wir bestimmt sicher hier. Was ist das? Blutmoos. Sammle ich auch regelmäßig. Seewandpilze. Geralt. So, wir waren sehr leise. Jetzt hat uns bestimmt niemand gehört. Oh mein Gott. Das ist total normal. Das ist nicht gruselig. Nein, plötzlich geht das Licht an. Und ein Typ kommt. Verabredet mit einem Vampir auf einem Friedhof. Noch mehr Klischee geht nicht. Nein, wohl nicht. Aber wir haben uns ja nicht getroffen, um meine Originalität zu preisen. Ganz recht. Ich muss deinen Freund finden. Ich hoffe, du bist bereit, mir zu helfen. Ich werde tun, was ich kann. Aber deine Wünsche und Absichten spielen kaum eine Rolle. Wichtig ist, was Detlaff will. Wenn er nicht gefunden zu werden wünscht, dann findest du ihn nicht. Punkt. Komm schon, das muss doch möglich sein. Vampire können sinnliche Erfassung vermeiden. Und Weissagungsmagie funktioniert bei ihnen auch nicht. Das präziseste Megaskop wäre zwecklos. Und dies? Kann das helfen? Wo in aller Welt hast du denn das her? Eines der Opfer wurde in der Flussbiegung gefunden. Der Körper war zerteilt. Man fand drei Hände. Die Hand mit dem Ring kam mir seltsam deplatziert vor. Eine Bruxa hat sich dafür interessiert. Lecker riecht die. Oh, geil. Da kommt mir gleich einer hier. Der fällt gleich um, oder was? Was stimmt mit dem denn nicht?
Es ist zweifellos Detlefs Hand. Die wird prima funktionieren. Warum hat er Detlefs Hand in seiner Arschtasche gehabt? Warum? Okay, ich sag nichts mehr. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und ja, ihr könnt gerne was in die Kommentare schreiben. Aber jetzt erstmal ciao und bis zum nächsten Part.